Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet hier endlich mal wieder zu einer neuen Lotus-Folge. Es ist schon mega lange her, dass wir mal hier den Lotus-Simulator mal wieder auf dem Kanal hatten. Ich habe mir extra nochmal nachgeguckt, es war der 8.11.2019, fast einen Monat ohne Lotus, das ist, geht gar nicht. Aber es liegt einfach mal daran, dass aktuell es relativ ruhig ist rund um Lotus. Ich möchte natürlich jetzt auch keinen Content zeigen, den wir bereits kennen. Ja, das macht natürlich wenig Sinn. Deswegen, ja, ist natürlich immer schwierig, denn immer abzuwägen, ja, macht man jetzt eine neue Folge Lotus oder wie könnte man das jetzt machen? Aber es ist mal wieder was Neues passiert im Steam Workshop und das hat mir dann die, den ganzen Gedankengang einfach mal abgenommen. Und zwar gibt es ein neues Ibis, was ich euch heute mal vorstellen möchte. Und der liebe Joe, der ist wieder am Werk, der meldet sich endlich mal wieder zurück. Und ja, ich bin gespannt, wie ihr das Ganze findet. Also als erstes haben wir hier das neue Ibis, das könnt ihr runterladen. Ich glaube, von Blue Wolf ist das Ganze, das ist das sogenannte Weihnachts-Ibis, welches ihr jetzt im Steam Workshop runterladen könnt. Und da startet ja das Ibis-Gerät ja mit dem Weihnachtston aus. Also das bedeutet, der Ice Dragon hatte mich ja schon mal darauf angesprochen, ja, dass am 24.12. O-Tannenbaum abgespielt wird im Ibis. Und das macht's jetzt, ja, wenn ihr das Ibis natürlich auswählt. Und es gibt noch eine weitere Besonderheit vom Ibis, dass ich selbst noch nicht so getestet habe, ist, dass es wohl eine automatische Weiterschaltung gibt. Somit müsst ihr halt den Knopf nicht mehr drücken. Aber wie gesagt, ich selbst habe es noch nicht getestet. Und dadurch, dass wir jetzt hier heute auch keine Route fahren, sondern uns ja die Strecke nur mal angucken wollen, können wir es jetzt dementsprechend auch nicht testen. Aber falls ihr das getestet haben solltet, könnt ihr das gerne in den Kommentare posten, ob es funktioniert. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache, denn das Knöpfchen drücken, das war schon manchmal immer ein bisschen sehr anstrengend. Und der Joe ist wieder am Werk, der bastelt und baut hier. Der macht jetzt hier gerade so ein bisschen, ich würde mal sagen, die Linie 68 V2.0 hat sich jetzt so ein bisschen gesagt gehabt, so, okay, nö, ich mache das Ganze nochmal neu. Jetzt sind ja ein paar neue Objekte, ein paar neue Sachen da. Dementsprechend können wir das Ganze jetzt so ein bisschen aufwerten. Aktuell ist noch nicht viel zu sehen, aber ich dachte mir, das, was ich auf jeden Fall heute gesehen hatte, ist definitiv sehenswert, denn es hat sich viel getan an der Karte. Ich kann euch, wie gesagt, wenn ihr wollt, gerne unten rechts nochmal das Video dazu packen oder unten links. Dann muss ich mal gucken, wo ich da den Platz eventuell finde. Packe ich euch da nochmal das Video aus, wie die letzte Version so eventuell ausgesehen hat. Und dann könnt ihr das ja gerne mal selber sehen, was sich hier verändert hat. Ich finde aber, das ist schon eine ganze Menge. Als erstes, wie gesagt, wollen wir uns jetzt ja erstmal den Weihnachtston anhören. Und jetzt. Gehört. Können Sie mal ausmachen? Und das ist aber nicht O-Tannenbaum, oder? Das ist nicht O-Tannenbaum. Nee, oder? Meiner Meinung nach war das jetzt nicht O-Tannenbaum. Ist wahrscheinlich wurscht. Das gibt es wahrscheinlich überall, gehe ich mal stark davon aus. Aber wie gesagt, falls das mit der Weiterschaltung funktioniert, dann könnt ihr da gerne selbst mal, das einfach mal in die Kommentare posten, ob das Ganze funktioniert. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen aufrüsten. Und dann werden wir jetzt uns langsam mal hier auf dem Wege machen. So, Licht an, vor geht's. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich habe nämlich, ich weiß gar nicht, ob ich es dir jetzt erzählt. Wie gesagt, dadurch, dass ich ja mein Windows, also ich musste Lotus ja halt zwangsweise wieder neu installieren, weil mir die Steam Workshop-Objekte nicht angezeigt worden sind. Es ist ein bisschen nervig tatsächlich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Sonst hätte ich euch jetzt, wie gesagt, das heute jetzt hier gar nicht zeigen können mit der neuen Karte. Und ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wieder alles wieder neu hier. Das ist auch cool. das ist cool. So. Das ist halt nicht das Originale, ne? Also man hört es raus, aber ich finde, das ist schon eine coole Sache. Ne? Also es bleibt auch wirklich nur drin, also es wird jetzt nicht so abgespielt oder so. Also es bleibt halt wirklich drin.
musste ich halt wieder alles deinstallieren, also musste ich mein Notes wieder installieren und dementsprechend habe ich meine Config-Datei natürlich auch in den Müll geschmissen. Habe aber nach daran gedacht, meine Content zu speichern, also den Ordner My Content. Aber wie gesagt, die Einstellungsdatei ist weg. Und dementsprechend läuft Lotus zurzeit nicht mehr so, wie es bis dato lief. Das ist ein bisschen anstrengend. Also muss ich mich da wieder durchfummeln, wie das war. So, aber nun gut, genug gelabert. Jetzt wollen wir uns wirklich mal die neue Karte jetzt hier anschauen. Hier sehe ich auf jeden Fall schon einen Fehler. Ja, da haut es hier irgendwie mit der Textur nicht hin. Aber ich weiß gar nicht, ob er da schon war. Ne? Sehen wir jetzt hier natürlich am besten. Hier schießt es irgendwie, ne? Sehen wir das Ganze so ein bisschen ja, daneben. Aber gut, es ist jetzt nicht wirklich dramatisch. Ist mir jetzt gerade nur beim Fahren aufgefallen. Hier auch irgendwie. Das ist immer, wenn der Bordstein runtergeht. Da haut irgendwas nicht hin. Nun gut, los geht's. Aber jetzt scheint auch aufzunehmen. Er wollte nämlich auch gerade die ganze Zeit nicht aufnehmen. Deswegen, ja, das ist immer schön. Ja, da freut man sich dann. So, hier, wie gesagt, die Tankstelle. Ich glaube, die war noch in der Version enthalten gewesen. Wir haben hier Baustelle, Autos und so weiter und so fort. Also das sieht schon viel, viel detailreicher aus, das Ganze. Als noch zuvor. Hier immer noch hier diese riesen Markierungen hier überall. So, hier dürfen wir mit 50 langfahren. Es hat sich schon einiges gemacht. Es sind auch gar nicht so viele Objekte vonnöten. Dafür, dass es jetzt so detailreich jetzt hier aussieht. Die aktuelle Version gibt es auch nicht mehr von der Linie 68. Die hat der Joe offline genommen. Liegt natürlich daran, weil er diese Version geupdatet hat. Und ja, ich einer der Glücklichen bin, der das Ganze hier Beta testen darf. Dementsprechend ich euch auch jetzt zeigen kann. Ach, da oben mit Werbung. Coolio. Hier wollte ich mal gucken. Das ist mir voll aufgefallen. Ich meine, ist ja ein Weihnachten, passt gerade. Ne? Hat er einfach nur hingesetzt. Was mich jetzt mal interessiert, darf ich mal ganz kurz? Ich muss mal ganz kurz was probieren. Ja, die leuchten sogar. This is nice. This is wirklich nice. So, ich schalte wieder um, weil ihr wollt ja was sehen. So. Ja, hat er cool gemacht. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ist ja nun bald wieder Weihnachtszeit und so, ne? Kommt ja jetzt alles wieder. Tja, auf jeden Fall kann ich das doch mehr als sehen lassen. Ich war ja sowieso immer ein riesen Fan von der Linie 68. War dann auch sehr, sehr deprimiert hier, weil ursprünglich mal, ne, das ist jetzt auch scheinbar weg. Da wollte ich auch nochmal gucken. Genau, hier war ja sonst die Fahrzeughalle gewesen, die er jetzt wieder weggerissen hat, weil die existiert ja da nicht. Und ja, schon ein bisschen schade. Ja, der Betriebshof ist ja dann hier in Köpenick, ne? So, mal gucken. Kommen wir hier lang? Ja, passt. Das passt. Also, man, wie gesagt, ich war ja nun sowieso schon großer Fan gewesen. Ich liebe die Linie 68. Dann hätte Jody nicht bis dato gebaut gehabt, dann hätte ich es definitiv irgendwann gemacht. Und leider war er ein bisschen schneller gewesen. Deswegen hatte ich ja dann mit der Mahlzeitstrecke angefangen und jetzt versucht man da dementsprechend das irgendwie miteinander zu verbinden. Funktioniert nur nicht leider. Da gab es ja von Lotus schon so die Ansage, das geht nicht, ja, dass man Karten miteinander verbinden kann. Das sind ja jetzt auch Singleplayer-Karten hier. Also die Karte könnt ihr jetzt nicht im Multiplayer spielen oder so. Nee, das geht nicht. Das basiert weiterhin auf das Grundgerüst von der Linie 68. Und die ist meiner Meinung nach eine absolute Singleplayer-Karte. Was wir hier zum Beispiel sehen ist, er hat auch schon die Anforderungen hier mit eingebastelt. Also, dass wir hier vorne, hatten wir das W-Schild dafür gesehen.
Wenn wir jetzt hier gucken, da ist es, das W-Schild, dass wir jetzt hier hätten, hier zum Beispiel die Weiche anfordern können. Also das ist hier auch schon mit drin. War in der Grundversion meiner Meinung nach auch nicht vorhanden. Und viel Detail, wie gesagt, drauf gelegt, dass halt der Bordstein immer abgesenkt wird bei den ganzen Einfahrten und alles sowas. Also eher muss man schon wirklich sagen, also das ist schon eine Meisterleistung. Ich freue mich natürlich mega, dass die Linie 68 jetzt weitergeht. Ich habe auch schon nachgefragt gehabt, und geht es diesmal auch ein bisschen weiter? Denn ich finde das halt immer blöd, wenn das mittendrin aufhört. Ja. Also zumindest bis S-Bahnhof Grünau hat er auf jeden Fall schon bestätigt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe im Forum. Also bis S-Bahnhof Grünau soll die Strecke definitiv weitergehen. Ob es dann noch weitergeht, das steht noch in den Sternen. Also das reicht mir persönlich, aber muss ich dazu sagen, es wäre halt schon schön, wie gesagt, wenn wir von Wendeschleife zu Wendeschleife fahren können. Das wäre schon eine coole Sache. So, Türen öffnen bitte. So, jetzt muss ich mal hier ganz kurz mal ein Bild machen hier. So. Ja, perfekt. So. Und dann können wir schon wieder weiter. Jetzt hat Joe natürlich allerdings ja mehrere Projekte am Laufen, wie er es jetzt ja schon festgestellt hat. Deswegen, es war ja anfangs noch nicht ganz klar gewesen, ob er jetzt wirklich die Linie 68 weiterführt, weil er jetzt ja auch um Straßenbahn Forsthausen noch so ein bisschen mitwerkelt. Also ist ja auch jetzt das Projekt von ihm. Ja, das wahrscheinlich wird das jetzt wieder so ein bisschen verschoben. Also ich glaube, da ist er auch noch nicht so hundertprozentig sicher, wie er da jetzt irgendwas macht. Macht einen Spagat. Aber es heißt ja auch nicht, dass das Projekt ja morgen, übermorgen fertig werden muss, sondern es reicht ja auch, wenn das in ein, zwei Jahren fertig ist. So, ne? Das ist ja kein Zeitlimit gesetzt oder sowas. Und wenn das Ganze halt immer Stück für Stück immer fortgesetzt wird, dann ist das eigentlich doch alles ziemlich in Ordnung. Aber sonst seht ihr mal, also hier hat sich wirklich, wirklich viel getan. Das sieht echt hübsch aus. Auf jeden Fall mega detailreich und eine deutlich bessere Performance als München. Und sieht halt gut aus. Also darf man immer nicht. Also hier muss man absolut ein Lob aussprechen. Das aber, ich weiß, gerade bei Joe darf man nicht so viel Lob aussprechen. Wird da übermütig. Aber hier muss man wirklich sagen, also das hat er schon ziemlich, ziemlich cool gemacht hier. So, und da vorne sehen wir schon, ne, da hat er zum Beispiel schon so eine Prellblöcke aufgestellt. Ne, hier, genau, hier sehen wir es, dass wir hier jetzt gar nicht weiterfahren dürfen. Ich weiß gar nicht, halten die auch? Aber sonst ging es ja hier hinten noch weiter, aber hier sieht man schon, oder? Naja, er hat es noch nicht geladen, aber das Ganze hier, das wird auf jeden Fall noch ausgebaut. Hier sehen wir schon, ne, ich hatte da schon alles abgerissen, ne, also... Hier ist er auch auf jeden Fall dran, dass das Ganze neu gelegt wird. Ist ja, die Karte an sich, die existiert halt schon, ne? Aber jetzt kommen halt einfach die ganzen Details jetzt rein, die er jetzt hier reinbauen möchte. Ne? Also, ich würde wahrscheinlich auch nicht von Grund auf neu anfangen. Also, das wäre wahrscheinlich auch zu viel Arbeit. Was hat denn... Achso. Aha, hier fehlen mir irgendwie scheinbar die Schottergleise. Also das ist halt die alte Karte, ne? Sie ist halt wie gesagt jetzt im Steam Workshop nicht mehr erhältlich. Sobald das neue Update denn online kommt, dürfen dann natürlich alle wieder ran. Die Karte, ich weiß gar nicht, die müsste bei euch wahrscheinlich immer noch auf dem Rechner sein. Solange ihr es jetzt nicht deabonniert, ne? Also ihr braucht jetzt nichts deabonnieren oder abonnieren, lasst es einfach, weil irgendwann kommt das Update, das wird dann automatisch raufgespielt und dann habt ihr natürlich dann auch dementsprechend die neue Karte. Aber sonst muss man hier sagen, also hier steckt wirklich viel Detail drin. Guck mal, die Hütte da hinten, die habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Was ist das? Ein Transformator? Warum steht der da? Warum lädt Lotus schon wieder nicht?
So, jetzt hat er. Ah, okay. Warum auch immer. Ja, aber wie gesagt, das sind so diese kleinen Feinheiten, ne? Also, wo hier wirklich viel Wert drauf gelegt wird. Eine Bank vorm Häuschen hier. Ja, ist ein kleiner Spielplatz. Scheinbar, nee, das ist ein riesen Garten vom Haus. Oh, der hat ordentlichen Garten, ne? Und sonst, ja, sehen wir ja hier, ne? Auch hier drin in den Straßen halt wunderschön hier. Idyllisch. Ja, ihr könnt ja wie gesagt eure Meinung gerne mal dazu in die Kommentare posten, wie ihr das Ganze findet. Lohnt sich das Update? Habt ihr einen Unterschied gesehen als noch so zur Urfassung? Also ich denke schon, dass man hier einiges gesehen hat. Ich finde das auch ziemlich stark, was hier so entstanden ist. Wie gesagt, ich hoffe, ich drücke den Joe ganz, ganz fest die Daumen. Ich weiß, wie anstrengend das manchmal sein kann. Aber das, was er doch hier schon mal geschaffen hat, das ist doch schon mal eine echt gute Grundbasis. Und wenn die ganze Karte irgendwann mal so in diesem Stil hier aussieht, ich glaube, dann können wir uns auf eine Karte freuen, die sich echt gewaschen hat, meiner Meinung nach. Aber wenn ihr das natürlich anders seht, rein damit in die Kommentare, schreibt es rein, lasst ein Like da für den Joe oder für mich oder wie auch immer, würde ich mich sehr drüber freuen, würden wir uns sehr drüber freuen. Hoffe natürlich, dass wir uns ja jetzt demnächst mal wiedersehen mit Lotus und nicht erst wieder in einem Monat. Ne? Das wäre schon traumhaft. Also bastelt mal fleißig, damit ich was zum Zeigen habe. Nein, mal gucken, was so jetzt in der nächsten Zeit passiert. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns hier wiedersehen. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich. Ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.